Was Kriegsgeräte so am Himmel vollbringen können, das wird ab Mittwoch im Süden Indiens demonstriert. Bei der Aero India in Bangalore handelt es sich immerhin um die größte Ausstellung in Sachen militärische Luftfahrt in Asien. Stattfinden tut sie seit 1996 alle zwei Jahre. 2017 wollten nach Angaben der offiziellen Internetseite weit mehr als 100.000 Besucher die Neuheiten aus der Flugzeugindustrie sehen. Die indische Verteidigungsministerin Nirmala Sitharaman betonte den ressortübergreifenden Charakter der Flugschau. Sie bringt die Sektoren der zivilen Luftfahrt, der Raumfahrtindustrie und den Produktionszweig zusammen, den wir seitens der indischen Luftstreitkräfte für sehr wichtig halten. Die diesjährige 12. Ausgabe verbindet diese drei Elemente auf spezielle Weise. Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin nutzte die Gelegenheit, einen neuen Kampfjet zu präsentieren, in der Hoffnung auf einen Großauftrag der indischen Luftwaffe. Zwei von deren Flugzeugen waren am Dienstag bei der Vorbereitung der Flugschau zusammengestoßen. Dabei kam ein Pilot ums Leben, zwei weitere erlitten Verletzungen.